So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Wieder ein Liquid Aroma Review, beziehungsweise diesmal tatsächlich ein Aroma Review. Und heute geht es mal um das Wonder Flavor Grape, was sie freundlicherweise von einer Abonnentin zur Verfügung gestellt kriegt haben. Könnt ihr mal das Video angucken, die Post war da, Nummer 3, dann wisst ihr auch von wem. Nach was das für mich schmeckt, testet man das wie immer im Wendivape Mesh RDA mit der Paranormal 250C im Replay-Modus. Jetzt gucken wir mal, ob das was ist für mich oder nicht. Grape. Ich glaube Kreppes sagt man bei uns. Das gibt es dann immer wieder auf so Jahrmärkte. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da Kreppes rausschmecken kann oder ob das Richtung Pfannkuchen schmecken soll oder süß, auch nicht wirklich. Also da einen Geschmack zum Beschreiben ist jetzt echt richtig schwer, weil der schmeckt irgendwie... Also man schmeckt ein bisschen eine teigige Note raus, mit ein bisschen Zucker drin. Könnte ich mir vorstellen, dass das Liquid vielleicht gut geeignet ist dazu, das mit irgendwas anderem zum Vermischen, um das mal andere Geschmacksnote dazu zum geben. Aber so zum Kaufen. Oder zum Dämpfen. Ja. Also das Aroma ist sehr schwer zum Beschreiben. Also ich könnte es in dem Fall jetzt eher weniger empfehlen. Ich finde, es ist irgendwie zu geschmacksneutral. Da kommt keine Ahnung, irgendwie eine Geschmacksrichtung zur Geltung, wo man sagen könnte, oh, das ist aber lecker. Das schmeckt eigentlich fast wie Base mit einer Tropfen Sweetener drin. Und irgendwas im Hintergrund, wo es ein bisschen weich macht, irgendwie so milchige Note, würde jetzt ich sagen. Aber ob das nach Kreppes schmeckt, man könnte jetzt eigentlich so nicht beurteilen. Also für mich ist das Aroma durchgefallen. Könnte mir vorstellen, dass wenn man das irgendwie vielleicht mit Erdbeer oder mit irgendwas vermischt, dass das vielleicht eine leckere Kombination geben könnte, aber so als Solo-Aroma ist mir das zu langweilig. Da bin ich echt mal gespannt, ob von euch Kommentare jetzt hier unter dem Video kommen, dass dann irgendjemand sagt, das ist gut oder ist gut mischbar mit irgendwas. Also für mich
den Preis, was es kostet, 10 Euro, nicht wert, was ich dazu sagen soll. Aber Geschmack ist super subjektiv, also ich kann nicht schlecht sagen, ob das alle so geht. Ich bin mal gespannt, was ich in den Kommentaren unter zum Leser kriege. Von mir auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Ich kann mit dem Aroma irgendwie nichts anfangen. Das ist mir... geschmacklich zu neutral, aber das hat irgendwie so... das brennt ganz leicht im Rache, Gaumen, im Rache und Gaumen. Keine Ahnung, woher das kommt. Also von mir keine Kaufempfehlung. Wenn es doch von euch jemand ausprobieren möchte, kann das gerne machen. Wenn schon mal jemand ausprobiert hat, kann er mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie wird sagen, von mir ist nichts. Das gäbe jetzt auch einfach mal so weiter, also Kaufempfehlung keine. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Auch wenn wieder ein Aroma vorkommen ist, wo absolut nicht gut ist aus meiner Sicht. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, müsst ihr einfach abonnieren. Abonnieren ist auf YouTube kostenlos. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.